Jo Leute, was geht ab? Ryan Gym Motorsports ist wieder am Start. Heute habe ich ein neues Paket gekriegt. Wie ihr es schon seht, einen neuen Auspuff. Ich habe ja vorher den R1200 gehabt von Stage 6 auf meinem alten Setup. Und da wir jetzt ja den Zylinder geportet haben, musste ich ja auf einen neueren Auspuff zugreifen, der auch mehr Leistung dadurch bietet. Wir wollen ja natürlich auch die maximale Leistung haben. Deswegen habe ich mir gedacht, der Auspuff wird verkauft, der R1200. Und wir upgraden auf den R1400. Scooter Tech hat dies natürlich wieder möglich gemacht. Die haben den Auspuff hier gesponsert, den ihr hier vor mir seht. Lasst auf jeden Fall auch ein bisschen Liebe bei Scooter Tech. Die meisten kennen es ja. die Leute, die es noch nicht wissen, bei Scooter Tech im Shop haben wir einen 5% Rabattcode. Der heißt RyanJ. Wenn ihr dort diesen Code eingibt, könnt ihr halt 5% auf eure gesamte Bestellung sparen. Egal bei welchem Betrag, ob es 1 Cent ist oder 100 Euro. Diese 5% gehen natürlich auf mein Konto, mein Kundenkonto, und dafür kaufe ich mir die Teile für den Angelbox und vielleicht sogar zukünftige Projekte, weil es läuft aktuell ziemlich gut. Da muss ich mich auch noch bei allen für bedanken, bei der Community und natürlich auch bei Scooter Tech, die es natürlich ermöglichen. Jetzt natürlich haben die nochmal richtig auf die Kacke gehauen, haben mir den Auspuff hier zugeschickt. Also fettes Dankeschön dafür. Ich würde mal sagen, wir packen das Schmuckstück mal aus und dann bauen wir den Haufen hier zusammen. So, wir werden jetzt erstmal auspacken, dann werde ich jetzt mal gucken, was wir so brauchen. Es wird nicht viel sein, aber wie man sieht, Winter, minus 2 Grad sind hier. Ich friere mir den Arsch ab. Ich habe auch schon sehr lange gewartet, um eigentlich dieses Video zu machen. Aber das Wetter lässt es einfach nicht zu, bei besseren Bedingungen zu filmen, beziehungsweise bei Sonne. Deswegen muss ich das jetzt so machen, aber es muss ja weitergehen. Dann lässt sich hier nicht vom Wetter unterkriegen. Packen wir das Schmuckstück mal aus hier. Aufkleber sind aktuell auch immer mit dabei, habe ich gemerkt. Ziemlich nice. Da haben wir einmal als erstes natürlich wieder den wunderschönen Carbon-Endschalldämpfer. Der war beim R1200 auch schon ziemlich geil. Ist natürlich immer optisch ein Muss. Carbon auf dem Auspuff ist einfach fett. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, RyanJ Motorsports. Da seht ihr Sachen noch viel schneller. Da seht ihr nochmal das Schmuckstück. Carbon ist halt immer optisch schon echt geil, muss ich sagen. Ist ja aber auch schon bei vielen Auspuffanlagen so. So, dann machen wir weiter. Dem Resonanzkörper von Stage 6. Alles natürlich geschweißt, noch extremer als beim R1200. Da fliegt meine Verpackung gleich weg. Sieht natürlich optisch auch einfach nur geil aus. Und bringt natürlich auch noch mehr Leistung. Da sind Rohre, bin ich auch schon ganz gespannt, was damit gehen wird. Ja, dann haben wir noch den Rest hier drin. Hier sind auch die restlichen Teile, die wir jetzt noch zusammenbauen müssen. Mit der Auspuffhalterung, Krümmer, dann noch die Schelle für den Endschalldämpfer und ein paar Federn. Ich würde mal sagen, ich gucke noch eben, was ich dafür Werkzeug für brauche, und dann bauen wir den Haufen eben zusammen hier. So, wir bauen jetzt eben die Halterung zusammen. Das kam jetzt hier bei mir so an und so muss es eigentlich auch montiert werden, weil viele Leute wissen das nicht, wo die Dämpfer hier hinkommen oder diese Abstandhalter, und dann passt es mit dem Auspuff nachher nicht mehr zum Rad hin. Bei diesem Halter ist es jetzt so, der wurde glaube ich nochmal abgeändert hier, jetzt bei dem R1400. Nochmal so ein bisschen gewinkelter, das war bei dem R1200 meine ich nicht. Der wird jetzt einfach so von hier hinten
festgeschraubt, damit die Abstandhalter hier sitzen und damit der Auspuff weiter vom Rad nochmal wegkommt. So, und ich würde mal sagen, ich baue das jetzt eben zusammen. Ich habe auch Fotos gesehen, dass die Schelle nach vorne soll für den Endschalldämpfer. Ich werde das jetzt auch erstmal machen. Könnte natürlich auch sein, dass es weiter hinten auch funktioniert, aber ich werde es jetzt so machen, wie es eigentlich soll. So sieht das Ganze dann montiert aus. Ich habe die Schrauben jetzt noch nicht komplett angezogen, weil man nachher ja sowieso noch justieren muss, wie der Auspuff am besten sitzt am Roller. Ich würde mal sagen, wir hauen noch eben den Endschalldämpfer drauf und dann ist der Auspuff schon fertig montiert. Zumindest von den Halterungen und Endschalldämpfer her. Ich habe gerade den Fehler gemacht, ich habe den Halter hier für den Endschalldämpfer falsch rum montiert. Ich habe es jetzt richtig rum gemacht, so sollte es eigentlich besser funktionieren. So. Jetzt stecken wir den Endschalldämpfer auf den Resonanzkörper. Der hat hier einen Anschlag, also den kann man gar nicht so weit drauf drücken. Immer aufpassen, dass man hier nicht das ganze Carbon zerkratzt mit den Schrauben. Ich habe da gerade noch ein bisschen Spucke vorne reingemacht. Und dann vorsichtig drauf drücken, bis er komplett drauf sitzt. Ist ein bisschen schwergängiger, ist aber auch wichtig, dass es ja auch dicht ist. So, jetzt sitzt er. Jetzt kommt noch die Schelle. Ich halte mal mit einer Spitzzange die Schelle so fest. Damit kann man die Mutter viel leichter drauf drehen. So mache ich es immer, dann muss man sich nicht so abquälen oder man braucht keine dritte Hand. Zack, drauf ist sie und man kann sie dann sehr leicht festschrauben. Jetzt haben wir soweit alle Halter dran und jetzt fehlen noch die Federn. Hier werden drei Stück mitgeliefert. Eine ist dafür da, um den Endschalldämpfer in Position zu halten, damit er nicht rausrutschen kann, auch wenn man ihn hier gesichert hat. Das ist von dieser Position nach da. Die anderen zwei Federn werden nachher dafür sein, um den Auspuff am Krümmer zu fixieren, an diesen beiden Löchern, also an den beiden Löchern. Und die Haltepunkte sind natürlich jeweils vorne. So, da habe ich auch Spezialwerkzeug für. Man kann das auch mit einer Zange machen, aber ich habe was Besseres. Ich habe hier so ein, ich weiß jetzt nicht, wie das Werkzeug heißt. Ich nenne es einfach mal Federspanner oder Hakenzieher, keine Ahnung. Mit dem kann man auf jeden Fall sehr gut Federn ziehen. Wie man sieht, man muss sehr viel Kraft aufwenden, aber lieber zu viel als zu wenig und nachher fliegt der Endschalldämpfer weg. Vorne, wie gesagt, werden wir es ja nicht montieren. Ich stecke das da jetzt einfach nur mal so rein. Passgenauigkeit ist on point. Hier ist es eigentlich genau das gleiche. Man macht die Federn hier rein, links und rechts. Das ist jetzt die Erfahrung, die ich mit den Jahren gemacht habe. Am einfachsten ist es ja immer, man macht die Feder dann erst oben rein. Wenn man die Feder jetzt aber oben so mit der Öffnung von hier rein macht, hat man das Problem nachher beim Spannen, diese Feder hier reinzudrücken ein wenig. Ich mache das immer so. Ich mache die Öffnung andersrum,
von unten. So. Und dann hat man hier einen viel einfacheren Hebel, damit man die Feder dann besser reinmachen kann. Das heißt, die sitzt dann da von außen und da von innen. Weil wenn man das andersrum macht, wie zum Beispiel hier, und man zieht, dann wird das schwieriger, ihn hier reinzubekommen. Also ich mache es immer so. Ich weiß ja nicht, wie die anderen das machen. Aber ich sag mal, für mich hat es sich so bewährt. Zack. Drin sind sie. Ich finde es so besser, weil so ist es hier unten auf jeden Fall einfacher, weil man ja meistens immer von oben anfängt, weil man von oben die Feder ja nur ziehen kann. Und somit ist der Auspuff fertig montiert. Ziemlich einfache Geschichte. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu viel zerkratzt. Ich habe es gerade auch schon fast wieder übertrieben. Wenn man den Endschalldämpfer hier reinmacht, da ist die Schraube ziemlich nah dran. Aber wenn man ein bisschen aufpasst, dann geht das alles. So, das soll es mit dem Video hier auch gewesen sein. Link zum Auspuff ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Bei ScooterTag könnt ihr auch sehr gerne unseren Rabattcode einwenden. Damit unterstützt ihr uns. Auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an alle, die uns damit unterstützen. Wir haben auch eine Kanalmitgliedschaft. Wer uns dort auch unterstützen möchte, da ist er auch sehr herzlich willkommen. Ansonsten soll es mit dem Video hier gewesen sein. Die nächsten Videos werden dann in den folgenden Wochen kommen, wo wir den ganzen Motorblock zusammenbauen. Und ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, riesen Dankeschön an ScooterTag, die uns hier wieder den Bombenauspuff hingestellt haben. Also echt geil, Wahnsinn. Wie ich schon sagte, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Dort werdet ihr den Content schon früher sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und haut rein, Leute!